Los, rein da! Ja. Ab in die Zelle! In die Zelle! Ihr verdammten Bastarde! Lasst uns sofort wieder frei! Ihr habt doch keine Ahnung, mit wem ihr euch hier eingelassen habt. Oh, das wissen wir ganz genau. Ganz genau. Irgendwer soll diesem gottverdammten Papagei den Schnabel stopfen, sonst rupfe ich ihm jede seiner Federn einzeln aus. Das würde ich mir an deiner Stelle noch mal ganz genau überlegen. Wachen, nehmt ihnen jetzt die Kapuzen ab. Diese Stimme kenne ich doch. Na endlich. Barry! Du bist ein mieser Verräter, Barry. Ich dachte, wir seien Freunde. Was denn? Bloß weil wir eine Weile zusammen in den Knochenkäfigen dieser Wilden festgesessen haben? Denkst du, wir wären auf derselben Seite? Wir haben dich immerhin gerettet. Hörst du das, Garrett? Sie haben mich gerettet. Wie edelmütig von Ihnen. Wir haben es offenbar mit einer Gruppe dümmlicher Helden zu tun. Ja, sei still, Papo. Endlich still. Na, geht doch. Ich will endlich wissen, was das hier alles zu bedeuten hat. Warum wurden wir von einer Flotte Luftpiraten gekapert? Und warum habt ihr uns diese blöden Säcke über den Kopf gestülpt? Ihr werdet noch früh genug alles erfahren. Captain Schwarzzahn wird über euch entscheiden. Aber was auch immer geschieht, euer Schiff gehört jetzt uns. Ist jetzt ein Teil unserer Stadt. Verdammt nochmal. Ich habe doch gleich gesagt, dass wir hätten kämpfen sollen. Nein, Artemis, es war klüger, sich zu ergeben. Sie waren einfach in der Übermacht. Ich hätte ein paar Dutzend dieser Möchtegern-Piraten mit mir in den Tod genommen. Nein, mein Liebster, Sam hat recht. Auch wenn es mir selbst in den Krallen juckt, ein paar Leichtmatrosen in zwei Teile zu schlitzen. Aber dieser gezielte Angriff, das war ein erprobtes Manöver. Das haben die nicht zum ersten Mal so gemacht. Ihr Stützpunkt muss ganz in der Nähe des Satans-Archipels liegen. Und wir sind ihnen direkt in die Falle geflogen. Sie haben uns nicht einmal was zu essen dagelassen. Und Carlos haben sie auch mitgenommen. Was sie wohl mit seinem Schrumpfkopf anstellen. Verdammte Hakenhand weg von meinem Kopf. Ich wollte schon immer wissen, wie man einen Geist foltern kann. Ich spüre nichts, ehrlich. Aber ich habe nur diesen einen Schrumpfkopf. Und wenn ich hier ein wenig schlitze? Lass das, bitte. Und dann meinen Haken noch tiefer in dein verschrumpeltes Gehirn drücke? Nein, nein. Bitte, ich flehe dich. Was ist denn mit meiner Geisterstimme los? Das ist ja sehr interessant. Und wenn ich noch mehr drücke? Eine rostige Hand im Meer versenken. Genug, Sue. Entferne deine Hakenhand aus diesem Ding. Ei, ei, Captain Schwarzzahn. Na, endlich. Warum bringst du mir diesen Geist und sein elendes Totem? Ich kann ihn nicht gebrauchen. Wirf ihn über die Reling. Aber, Captain, so ein lustiges Spielzeug habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Lasst mir doch die Freude. Das kann doch alles nicht wahr sein. Dann nimm ihn, aber schaff mir dieses unappetitliche Etwas aus den Augen. Ich will nur die anderen. Die Frischen. Barry Blue und Garrett. Captain? Ihr habt mir reiche Beute mitgebracht.
5 frische junge Menschen. Ich bin sehr zufrieden. Captain Schwarzzahn, Barry hat etwas Bedeutsames herausgefunden. Doch das sollten wir vielleicht ohne Sue besprechen. Ist das so? Du mieser Wurm! Glaubst du wirklich, du könntest mir etwas befehlen? Sir, Garrett hat recht. Es sind vertrauliche Informationen. Ich schlitze euch von oben bis unten auf, ihr elenden Landratten. Ich werde... Schweig! Aber, Captain, es ist wirklich... Schweig und verlass meine Kajüte, Sue. Du darfst deinen Schrumpfkopf behalten, aber jetzt will ich, dass du gehst. Na, großartig. Wie ihr befehlt, Captain Schwarzzahn. Also, ich höre. Oh, verdammt. Habt ihr euch den Magen verstimmt, Captain? Ja, das weißt du doch ganz genau, Barry. Du warst dabei. Und ich habe für ein paar Momente ein wenig um mein Leben gefürchtet. Niemand wird in meine Dienste gezwungen. Aber meine Geheimnishüter verschone ich. Das habe ich schon immer. Außerdem habt ihr mir gebracht, was ich mir wünschte. Ein neues Schiff für unsere fliegende Stadt. Und sie. Lauschen ist aber nicht sehr damenhaft. Aber bei so einem Kampfweib wie dir sind Sitte und Anstand ohnehin nichts weiter als Fremdwörter. Sei still, du dämlicher Geist! Sir, ihr solltet Barry anhören. Es geht um die Gefangenen. Deren Schicksal war in dem Moment besiegelt, als sie es wagten, sich in mein Reich zu begeben. Captain Schwarzzahn, vielleicht solltet ihr wissen, um wen es sich bei den 5 Gefangenen und ihrem Geisterfreund handelt. So? Nun, wer sind sie? Es geht insbesondere um den schmächtigen Jüngling. Sein Name lautet Romeo Silberstern. Silberstern? Er ist nicht nur der aktuell vielleicht reichste Bursche der Welt, nein, er ist auch der erklärte Feind von Graf Güldenstern. Es verkompliziert die Lage. Captain, Barry hat da einen wichtigen Punkt angesprochen. Vielleicht solltet ihr eure Pläne für die Gefangenen noch einmal überdenken. Immerhin ist er der Erbe des Silberstern-Imperiums. Das interessiert mich nicht. Geld interessiert mich nicht. Aber Güldenstern. Egal. Dies ist mein Reich. Hier gelten meine Gesetze. Lasst sie aus den Kerkern. Sie sollen sich heute Abend der Prüfung im Kolosseum stellen. Wie ihr befehlt. Deine Position bei eurem Captain ist wohl nicht besonders hoch angesiedelt, wenn er dich nach draußen schickt. Du sollst dein elendes Maul halten. Und was diese Pläne für meine Freunde angeht, darüber weißt du wahrscheinlich auch nichts. Na und? Dafür weiß ich jetzt, dass der Erbe des Silberstern-Imperiums in unserer Hand liegt. Und ich werde dieses Wissen ganz sicher nutzen. Barry. Dass du es wagst, nochmal hierher zu kommen. Ich könnte dich in 3 Sekunden töten. Ist dir das bewusst? Ruhig Blut, Assassine. Was willst du von uns? Reicht es dir nicht, uns hier im Kerker eingesperrt zu sehen? Ach was! Ich bin hier, um euch freizulassen. Was? Ist das ein Scherz? Oder ein mieser Trick? Draußen gibt es doch bestimmt etwas zu futtern, oder? Na los, worauf warten wir denn noch? Langsam, langsam. Woher der Sinneswandel, Barry? Na, Befehl von Captain Schwarzzahn. Ihr dürft euch in unserer Stadt frei bewegen. Nur von den Landeplätzen unserer Flotte solltet ihr euch fernhalten, wenn euch euer Leben lieb ist. Schwarzzahn. Wer ist dieser Schwarzzahn? Ich habe noch nie von ihm gehört. Captain Schwarzzahn, der blutrünstigste Pirat, der je die Meere und Himmel heimgesucht hat. Ihn zu kennen, heißt ihn zu fürchten. Wenn er wirklich so bedeutsam wäre, hätten wir bereits von ihm hören müssen. Das wäre nur der Fall, wenn jemand eine Begegnung mit ihm überlebt hätte, um Geschichten über ihn verbreiten zu können. Dieser Mann interessiert mich. Und nun kommt, ich zeige euch eins der größten Wunder dieser Welt, die fliegende Stadt.
Den besten Überblick bekommt ihr hier oben an der Aussichtsplattform unseres Restaurants Krähennest. Bitte, seht sie euch an. Die fliegende Stadt der Piraten. Wow. Beeindruckend, nicht wahr? Das ist wohl das falsche Wort. Da kommt mir eher die Vokabel Wunder in den Sinn. Wie um alles in der Welt ist das hier möglich? Hier gibt es Marktstände, Pubs, Wohnblöcke. Und das alles mitten in der Luft. Wir schweben mitten in den Wolken. So wie es aussieht, leben hier Hunderte von Menschen in diesem seltsamen Holzgebilde. Was genau ist das eigentlich? Zusammengenagelte Luftschiffe? Ja, das ist das große Geheimnis. Ich war einer der Ersten, die mit dem Captain das große Werk begannen. Und was daraus geworden ist, seht ihr nun mit eigenen Augen. Die freie Stadt der Piraten. Ihr müsst fast 1000 Luftschiffe für diesen Bau verwendet haben. Unglaublich. Da unten rennt Biscuit. Er hat mit todsicherem Instinkt die Imbissbuden entdeckt und plündert nun nach Herzenslust. Ihr scheint ja wirklich Vertrauen in eure Befestigung zu haben, wenn ihr uns hier frei herumlaufen lasst. Du meinst, weil wir auch den großen Assassinen und seine wunderschöne Freundin Alessia haben ziehen lassen? Keiner von euch kann fliehen. Wir schweben hunderte von Metern in der Luft. Wohin solltet ihr schon gehen? Und solltet ihr auf die Idee kommen, den Hangarbereich zu betreten? Nun, dann bekommt ihr es mit unseren Säbeln zu tun. Gutes Argument. Wann bekommen wir denn diesen geheimnisvollen Schwarzzahn zu sehen? Captain Schwarzzahn, du tust gut daran, dir seinen Titel einzuprägen, junger Silberstern. Von mir aus, dann eben Captain Schwarzzahn. Wo ist er? Ich will mit ihm sprechen. Das wirst du, keine Sorge. Aber zurzeit erholt sich unser Anführer von einer kleinen Magenverstimmung. Das Fleisch seiner letzten Mahlzeit war nun ja nicht mehr ganz frisch. Alles ist aus Holz. Ihr lebt wirklich in Schiffen, die ihr zu einer Stadt zusammengezimmert habt. Jeder Weg ist verwinkelt, so als hätten Gnome diese Stadt entwickelt. Unglaublich. Und sie liegt am Berg Vehementos vor Anker. Was ihr vor euch seht, ist ein uneinnehmbarer Stützpunkt. Der größte und mächtigste seit dem Beginn des Piratenzeitalters. Von hier aus kontrollieren wir die Lüfte. Du meinst, dein Captain kontrolliert sie? Er ist der Anführer, ja, aber ich gehöre zum engen Kreis seiner Mate. Glaub mir, meine Schöne, hier, in dieser Stadt, bin ich ein wichtiger Mann. Du solltest dich besser gut mit mir stellen. Ja, klar. Sam ist meine Freundin. Schreib dir das gefälligst hinter die Ohren. Du darfst deine Angebetete behalten, Romeo. Vorerst. Was ist das da hinten eigentlich? Ihr habt einen großen freien Platz gebaut, sogar mit Tribünen an den Seiten. Du hast scharfe Augen, Samantha. Das ist unser Kolosseum. Vergiss nicht, dass wir Piraten sind und auch freiheitsliebende Menschen verspüren ab und zu ein Bedürfnis nach blutiger Unterhaltung. Ihr veranstaltet Kämpfe? Auf Leben und Tod, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist doch abartig. Heute Abend können du und deine Freunde dieses Spektakel quasi aus der ersten Reihe bewundern. Warte es nur ab. Wir hätten uns von den anderen nicht trennen sollen, Artemis. Um unter der Aufsicht von diesem Barry einen Fluchtweg zu suchen? Mach dich nicht lächerlich, Alessia. Biscuit haben wir schon nach 2 Minuten bei den Imbissbuden verloren. Aber damit war ja zu rechnen. Unterschätze unseren Dickwanst nicht. Seine Freundschaft zu Carlos ist tief verwurzelt. Und wenn er sagt, dass er den Schrumpfkopf finden wird, dann glaube ich ihm das. Wie du meinst. Wo sind wir eigentlich? Dieses Viertel sieht selbst für eine fliegende Stadt aus Holz etwas zwielichtig aus. Überall rote Laternen. Gefällt mir. Na, ihr zwei Hübschen? Seid wohl neu hier, was? Die Beute des Captains von gestern Nacht, hm? Oh, das muss ja wirklich hart sein. Wie wär's? Wir könnten ein paar angenehme Stunden miteinander verbringen. Lass uns in Frieden, Weib. Wir haben kein Interesse an dem, was du uns anbieten willst. Nur nicht so voreilig, Artemis. Ehrlich gesagt finde ich das Angebot dieser jungen Schönheit gar nicht so uninteressant. Wir sind ein Paar. Schon vergessen? Wer sagt denn, dass ich dich mit ihr allein lassen würde? Du bist... Was denn?
Was bin ich? Ich kann es spüren. Bei allen Himmeln. Ich hatte gedacht, dass wir alleine wären. Ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich bin übrigens Alessia und dieser grummelige Miesepeter heißt Artemis. Alessia. Alessia. So langsam wirst du mir unheimlich. Lola ist mein Name. Bitte, kommt mit mir mit. Ihr beide. Nein. Ich sagte doch schon, dass wir an deinem Angebot kein Interesse haben. Warte, Artemis. Alessia. Wir haben wirklich keine Zeit für das. Ach, das meine ich auch nicht, aber dieses Mädchen. Du fühlst es auch, nicht wahr? Ich glaube schon. Wir müssen weiter, Alessia. Vergiss nicht, dass wir immer noch Gefangene sind. Kommt mit. Es gibt etwas, das wir besprechen müssen. Und? Wie schmeckt es euch? Ich muss schon sagen, Biskuit hat sich keinen Gefallen getan, als er nur die Imbissbuden angesteuert hat. Ein Restaurant hoch oben auf einer Aussichtsplattform auf einer fliegenden Stadt. Und die Gerichte hier können mit den luxuriösesten 3-Sterne-Lokalen von Falkenfels mithalten. Das Restaurant Krähennest. Es war meine Idee und ich verdiene wirklich nicht schlecht damit. Ich dachte, Piraten seien schlichte Gemüter, die am liebsten nur Rum und Schiffszwieback zu sich nehmen. Bei den meisten ist das auch so, aber es gibt genügend Höherrangige unter ihnen, die zwar Freibeuterei betreiben, aber auf Luxus und Genuss nicht verzichten wollen. Noch etwas Champagner. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, nicht wahr? Her damit. Romeo, reiß dich zusammen. Wir sind schließlich nicht freiwillig hier. Das habe ich nicht vergessen, Sam. Aber an dieser Art der Gefangenschaft könnte ich mich glatt gewöhnen. So ist es richtig, Romeo. So, jetzt mal Klartext, Barry. Erst warst du ein Gefangener der Eingeborenen. Dann entpuppst du dich als Pirat und jetzt verwöhnst du uns mit all dem hier? Spuck es aus. Was planst du? Ich bin ein Geschäftsmann, Samantha. Ich habe zwar kein gewaltiges Imperium wie ihr, Silbersterns, aber ich plane zu expandieren. Und wenn man schon so hochgeborenen Besuch in der Stadt hat, ist es nur recht und billig, für ein angenehmes Ambiente zu sorgen. Du willst Geld. Viel Geld, ja. Das kannst du gleich vergessen. Mit Verrätern schließe ich keine Geschäfte ab. Ach, Romeo, du begreifst noch immer nicht, welchen Freund du in mir hast. Aber das wirst du noch heute Abend. Du verfressener kleiner Mistkerl! Ach, bitte. Nur noch ein kleiner Nachschlag. Du hast bereits meinen gesamten Bestand aufgefuttert. Meine Gebäcke hat er auch komplett verschlungen. Aber wo bleibt die Bezahlung, hä? Ich wusste es. Ich habe es gleich geahnt. Du hast nicht eine Münze in der Tasche, nicht wahr? Dafür wirst du bezahlen. Mit Gold oder mit Blut. Hey, darüber lässt sich doch reden. Ich bin eigentlich reich. Ehrlich. Ergreif den fetten Mistkerl! Seine Lügen höre ich mir nicht länger an. Schluss damit! Hä? Wer ist die denn? Haken Hans zu. Die Meuchlerin des Käpt'ns. Keiner von euch legt Hand an ihn, verstanden? Aber Sue, dieser Junge hat alles gegessen. Alles! Und nun will er nicht bezahlen. So geht das doch nicht. Der Käpt'n hat uns zugesichert. Käpt'n Schwarzzahn beansprucht diesen dicken Bastard für sich. Gibt es noch Einwände? Nein? Gut. Dann nehme ich den Gefangenen jetzt mit. Aber was ist mit unserem Geld? Ha! Aber ein Imbiss. Oh nein. Wir verzichten auf unsere Bezahlung. Gar kein Problem. Das will ich euch auch geraten haben. Und jetzt komm mit, Fettsack. Hey, mein Dicker. Carlos, du lebst. Naja, du bist noch, Ich bin immer noch ein Geist, klar. Was hast du denn gedacht? Geh besser mit dem Kampfweib mit, sonst macht sie Kleinholz aus dir. So wie die Bude von diesem Imbisskoch. Beweg dich, Dickwanst. Ja, okay. Bin schon unterwegs. Wo gehen wir denn hin? Der Käpt'n will euch alle heute Abend im Kolosseum sehen. Aber vorher habe ich ein paar Fragen an dich. Bezüglich eures jungen Anführers. Du meinst Romeo? Ganz recht. Romeo Silberstern. W-
Willkommen in meinem Salon. Macht es euch gemütlich. So viele Spielzeuge an den Wänden. Da werde ich ja ganz kribbelig. Handschellen, Lederpeitschen, oh, und sogar so hübsche kleine Knebel. Mm. Alessia, bitte. Also, Lola, was gibt es? Warum hast du uns in dieses Freudenhaus gebracht? Bitte. Mein Salon ist das angesehenste Bordell der ganzen Stadt. Und wir nehmen nicht jeden Kunden, das kannst du mir glauben. Ja, schön für euch. Alessia, ich habe es gespürt, als ich dich auf der Straße sah. Und jetzt bin ich mir sicher. Du bist eine von uns, oder? Sie ist keine Hure, verdammt. Was für ein Spiel soll das hier werden? Nein, Liebster, das meint sie nicht. Auch ich spüre eine Verbindung, aber sie ist schwach. Du hast es im Blut, oder? Ich und meine Schwestern, ja. Kein Wunder, dass ihr in eurem Geschäft so erfolgreich seid. Bei uns ist es mehrere Generationen her, seit sich das Blut vermischte. Mit jedem neuen Kind wird es schwächer und schwächer. Aber es ist noch da. Ja, ich kann es fühlen. Du ahnst ja nicht, wie selten das geworden ist. Wir dachten, wir seien die Letzten. Doch du bist anders. Nicht schwach, sondern stark. Unglaublich stark. Könntet ihr bitte endlich offen reden? Ich verstehe kein Wort. Ach, Artemis, mein großer, kräftiger, starker Dummkopf. Sie sind Nachfahren meiner Gattung. Du meinst, sie sind Sukubi? Psst. Sprich nicht offen darüber. Es gibt einen Grund, warum unsere Art eigentlich nicht mehr existiert. Und nein, wir sind keine... Du weißt schon. Doch eine meiner Ahnen war eine. Und nun, meine Schwestern und ich tragen das Erbe in unserem Blut. Ich hatte wirklich geglaubt, ich sei die Letzte. Aber jetzt... Ach, der Gedanke, nicht mehr alleine zu sein, tut einfach gut. Wir führen ein gutes Leben. Unsere Arbeit gefällt uns. Wir können unseren inneren Bedürfnissen nachgehen. Könnt ihr euch verwandeln? So wie ich? Nein, wir sind einfach nur menschliche Frauen. Naja, vielleicht außergewöhnlich betörende Frauen mit ausgeprägten Trieben. Aha, ich verstehe. Doch dass du nun hier bist, es muss eine Bedeutung haben. Lola, wir sind Gefangene. Kannst du uns helfen? Wir müssen von hier fliehen. Wir greifen nicht in die Geschäfte des Käpt'ns ein, tut mir leid. Er ist mächtig und verdammt gefährlich. Auch er ist nur ein gewöhnlicher Mann. Und wenn ich meine Klingen noch hätte, dann... Wenn ich nur wüsste, was diese elenden Piraten mit unseren Sachen getan haben. Es gibt eine Schatzkammer, aber sie ist streng bewacht. Das hält mich nicht auf. Süßer, du musst dir nicht deine Männlichkeit beweisen. Aber wenn ich mir Lola und ihre wunderschönen Schwestern so ansehe, ja, da fällt mir doch glatt etwas ein. Die Menschen gieren nach Blut. Widerlich. Das ist die menschliche Natur, Samantha. Wir geben den Bürgern der fliegenden Stadt nur, was sie tief in ihrem Innersten begehren. In Babylon soll es eine Kirche gegeben haben, die dieses Konzept auf einem noch viel ausgefeilteren Niveau betreibt. Sie hat recht. Diese Art von Show ist nichts für uns. Müssen wir uns das ansehen? Romeo, Romeo, Romeo. Ich verspreche dir, dass du deine Augen nicht wirst abwenden. Was soll das denn nun wieder heißen? Still! Captain Schwarzzahn betritt das Podium. Das ist er also. Bürger der fliegenden Stadt! Brüder! Schwestern! Ich grüße euch, Piraten! Der hat seine Leute fest im Griff, alle Achtung! Ein neuer Tag ist heute angebrochen. Unsere Luftschiffe wurden ausgesandt und sie haben reiche Beute gemacht. Der meint uns. Einer unter ihnen soll ein wahrer Kämpfer sein. Ein Meister der Klingen und ein geübter Mörder. Was? Er spricht von Artemis. Heute bieten wir diesem Mann eine einmalige Gelegenheit. Heute darf er sein Können unter Beweis stellen. Hier bei uns im Kolosseum!
bringt uns unseren Herausforderer. Hört mich an, ihr Piraten. Ihr wollt Spiele spielen? Gut, ich bin dabei. Aber ihr werdet keine Freude daran haben. Ein eigensinniger Mann. Doch sein Wille ist nicht von Belang. Denn ihm steht niemand anderes gegenüber als der Champion unserer Vereinigung. Begrüßt mit mir Garrett! Artemis, der Assassine. Zeig mir, ob du würdig bist, gegen mich anzutreten. Du schon wieder? Du wagst es also wirklich, gegen mich zu kämpfen? Also gut, du hast damit dein eigenes Todesurteil geschrieben. Es gibt keine Regel. Gekämpft wird so lange, bis einer der Kontrahenten sich nicht mehr bewegen kann. Oder stirbt. Ihr habt euch den Falschen ausgesucht, Barry. Artemis wird siegen, egal gegen wen er kämpfen muss. Warten wir das Ergebnis ab. Gewisse Dinge lassen sich nicht verändern. So laufen unsere Geschäfte nun mal. Sam, da unten in der Tribüne sind Biscuit und Alessia. Immerhin geht es den beiden gut. Besonders glücklich sehen sie aber nicht aus. Moment, dieser Schemen neben Biscuit, das ist Carlos. Hakenhand zu steht auch bei ihnen. Was hat dieses Miststück jetzt schon wieder vor? Seht mal. Da oben sitzen Sam und Romeo. Auf den besten Plätzen. Die machen es richtig. Hey, Sue, kannst du meinen Schrumpfkopf nicht meinem Freund Biscuit zurückgeben? Auf keinen Fall. Er ist mein Faustpfand. Haltet die Klappe. Ich mache mir Sorgen um Artemis. Im Rotlichtviertel wurden wir von diesem Garrett getrennt und jetzt das. Keine Sorge, Alessia. Wer könnte denn besser einen Wettkampf bestehen als unser bewährter Meuchler? Möge der Kampf beginnen! Die Wurfmesser, die man mir gegeben hat, sind zwar nur drittklassige Schmiedearbeiten, aber für einen Schwächling wie dich werden sie reichen. Du glaubst wirklich, dass du mich besiegen kannst? Das werden wir gleich sehen. Ja. So wirst du mich niemals treffen. Du bist schnell. Das muss ich dir lassen. Aber wie sieht es mit deiner Nahkampftechnik aus? Der Herausforderer versucht es mit Faustschlägen und Fußtritten. Du hast eine harte Linke, Assassine. Du bist kein Gegner für mich. Gib auf! Dann verschone ich vielleicht dein jämmerliches Leben. So schnell kriegst du mich nicht klein. Soll ich dir mal was ganz Besonderes zeigen? Wovon redest du? Das ist nicht gut. Was tut dieser schwarze Hühner? Er bündelt seine Kräfte. Das ist kein normaler Mensch. Seht ihr das nicht? Schwarze Energie brodelt um seinen Körper herum. Es sieht so aus, als würde Garrett früher als üblich zu seiner Spezialfähigkeit übergehen. Du bist mit der schwarzen Masse infiziert. So ist es. Und nun müsst ihr sehen, was sie mir für ein wunderbares Geschenk gemacht hat. Du kannst dich vervielfältigen. Gegen einen von mir könntest du im Kampf vielleicht bestehen. Doch wie sieht es mit sieben von uns aus? Das ist für mich nichts anderes als eine weitere Herausforderung. Komm her, zeig mir, was du kannst. Wie du willst. Assassine, heute musst du sterben. Gegen diese Übermacht hat Artemis keine Chance. Noch niemandem ist es gelungen, Garrett zu schlagen. Er ist der unangefochtene Champion des Kolosseums. Romeo, wir müssen etwas tun. Artemis mag einem von ihnen ja überlegen sein. Aber je länger der Kampf dauert, desto müder wird er. Ich habe eine Idee. Lass mich durch. Ich muss zum Podium. Was hast du vor? Was hast du denn vor? Das, was ein Silberstern am besten kann. Du wirst es gleich sehen. Wir sind stärker als du. Wir werden jeden einzelnen seiner Knochen brechen.
sowas nur. Artemis, der Herausforderer, hält sich gut. Doch in Garrett hat er seinen Meister gefunden. Komm schon, Artemis, komm schon! Bei dem Anblick dreht sich ja selbst mir der Magen um. Garretts Klone prügeln Artemis windelweich. Das reicht! Mache diesen Bastard fertig! Nein, Alessia. Wenn du eingreifst, ist das sein Todesurteil. Was? Jeder Herausforderer muss alleine kämpfen. So sind die Regeln. Ich kann aber doch nicht einfach zusehen. Doch, du musst. Es wird Zeit, dieses Spiel zu beenden. Mein Arm! Gegen mich. Ich will nichts, Assassine. Halt! Sofort aufhören! Hört mich an, Bürger der fliegenden Stadt. Mein Name ist Romeo Silberstern. Und ich verlange, dass dieser Kampf jetzt beendet wird. Romeo! Was hat er vor? Jeder von euch dürfte den Namen Silberstern bereits gehört haben. Immerhin habt ihr schon mehrere meiner Luftschiffe gekapert. Verschwinde vom Mikrofon, Junge! Lasst mich ausreden. Ihr habt uns gefangen genommen. Vermutlich wollt ihr Lösegeld fordern, und das stimmt. Bei mir ist eine Menge zu holen. Verdammt! Er macht es nur noch schlimmer! Aber ich mache euch ein noch viel besseres Angebot. Wenn ihr meinen Freund Artemis verschont, werde ich euch alle, ja, die komplette fliegende Stadt samt seinen Einwohnern kaufen. Was? Ich bin der Erbe des Silberstern-Imperiums. Ich gehöre zu den reichsten Menschen der Welt. Und ich werde jeden einzelnen von euch in Gold aufwiegen. Also, Piraten, was sagt ihr dazu? Das ist unglaublich. Romeo, du hast es wirklich geschafft. Dieser verfluchte, kleine Bastard! Captain, bitte beruhigt euch! Beruhigt euch! Beruhigt euch! Psst, Papo! Ich bin Captain Schwarzzahn. Ich bin der gefürchtetste Pirat aller Meere und Himmel. Was glaubt dieser Bengel eigentlich, wer er ist? Ja, ja, doch. Ich werde es ihm sagen. Ach, lasst mich doch zu ihm. Captain Schwarzzahn. Schwarzzahn. Captain Schwarzzahn. Barry Blue. Was für ein ereignisreicher Tag. Der Captain ist in keiner guten Stimmung. Das ist unübersehbar. Ach, die schönen Stühle. Lass deine Witze. Was willst du, hä? Nun, es geht nicht wirklich darum, was ich mir wünsche. Vielmehr scheint die komplette Stadt sich auf Romeo Silbersterns Angebot einlassen zu wollen. Die Menschen, vorsichtig ausgedrückt, wünschen sich von euch, Captain, dass ihr Silbersterns Anliegen zustimmt. Ich werde jeden einzelnen dieser Wichte in Stücke reißen. Ich bin der Captain. Ich gebe die Befehle. Aber, Sir, das da draußen, die Bürger... Meuterei! Peitscht sie alle aus! Reißt ihnen das Fleisch von den Knochen! Fleisch von den Knochen! Fleisch von den Knochen! Captain Schwarzzahn, ihr müsst zugeben, dass das vorliegende Angebot recht lukrativ ist. Aus geschäftsmännischer Sicht sollten wir uns die Sachlage erstmal nüchtern betrachten und... Schweig! Ich entscheide über alles! Alles! Und ich Hunger! Ich habe Hunger! Es geschieht wieder. Captain, atmet tief durch. Lasst es nicht aus euch hervorbrechen. Vielleicht sollte ich jetzt besser gehen. Barry, die Notration, schnell! Aber ich... Hol sie, sonst sind wir dran. Hunger! Scheiße.
Oh, bitte. Nein, lasst mich frei, ich flehe euch an. Ich muss essen. Es tut mir leid, meine Liebe. Es ist einfach nicht dein Tag. Hey, Captain, hier ist Besuch für euch. Seuchen. Hunger. Hallo, mein schönes Kind. Oh Gott, bitte, lasst mich gehen. Ich tue alles, was ihr wollt, alles. Das wirst du. Barry, wo willst du hin? Wo willst du hin? Barry? Wo willst du hin? Halt den Schnabel, Papo. Ich kümmere mich lieber um andere Dinge. Bleib du beim Captain Garrett. Das hier wird gleich unappetitlich. Nein, bitte. Ausgesprochen unappetitlich. Vorsicht, lass mich nicht fallen. Romeo, hier sind wir. Komm endlich von diesem albernen Thron runter. Da vorne ist meine Freundin. Lass mich bitte runter, ja? Danke, danke. Ich verspreche euch, mich so schnell es geht, um alles zu kümmern. Gleich morgen früh werden Luftschiffe nach Falkenfels gesandt. Und ich muss nur noch letzte Details mit eurem Captain besprechen. Aber ich verspreche es. Jeder von euch bekommt Gold im Übermaß. Komm schnell rein, Romeo. Wir müssen reden. Was für ein gelungener Tag. Was denn, Sam? Rote Laternen, schummrige Ecken, seichte Musik. Was hast du denn mit mir vor? Ganz bestimmt nicht das, was du denkst, du Blödmann. Willkommen in meinem Salon. Ich heiße Lola. Ja, hallo. Sam, warum sind wir in einem Bordell gelandet? Wir haben Artemis hierher gebracht. Er ist schwer verwundet. Oh, entschuldige. Hey, mein Großer, wie fühlst du dich? Gib mir eine Stunde und ich schlag diesem siebenfachen Arschloch den Schädel ein. gar nichts wirst du. Du hast ganz schön was abbekommen. Deine inneren Organe sind verletzt. Ich werde... Du bleibst liegen. Keine Widerrede. Ach, danke, Romeo. Dieser Schachzug von dir war schlicht und einfach genial. Das stimmt. Hätte ich deinem verlotterten Gehirn gar nicht zugetraut. Mann, war das lecker. Du hast den Damen in diesem Etablissement die Haare vom Kopf gefuttert, Biscuit. Biscuit. Und Carlos. Und ich. Wer bist du denn? Man nennt mich Hakenhand Su. Sehr originell. Sie hat meinen Schrumpfkopf und löchert ihn mit ihrem beschissenen Haken. Nehmt ihn ihr ab, Leute. Versucht es doch. Nicht in meinem Salon, bitte. Hier geht es um Genuss und Freiheit. Und im Fall eures verletzten Freundes wohl auch um Heilung. Aber gekämpft wird draußen. Schon gut, schon gut. Hier wird niemand kämpfen, ist das klar? Wir haben dank Romeos großzügiger Aktion gewonnen. Niemand muss Blut vergießen. Das glaubt auch nur ihr. Was soll das heißen? Der Captain wird sich nicht kaufen lassen. Der Captain ist anders. Und ohne meine Hilfe wird der Captain euch auf Nimmerwiedersehen verschwinden lassen. Aber Romeos Angebot ist doch wirklich unfassbar. Der Captain interessiert sich nicht für Gold. Der Captain. Er ist nur ein Mann. Die ganze Stadt feiert Romeo als ihren neuen Helden. Glaubt mir. Ohne mich werdet ihr die nächsten 24 Stunden nicht überleben. Captain Schwarzzahn, er macht irgendetwas mit den Gefangenen. Sie verschwinden einfach. Manchmal nimmt er vorher Lösegeld, aber meistens... Sie verschwinden? Wohin? Das weiß ich nicht. Mir wird nicht vertraut. Und da beschließt du, dein eigenes Ding durchzuziehen? Mit einem vertrockneten Schrumpfkopf als Geisel? Hey! Ich sage nur eines. Diese Sache ist noch nicht ausgestanden. Egal, was wir auch unternehmen, Artemis braucht Ruhe.
Wir müssen einen Weg finden, ihn aus der Sache herauszuhalten. Bei meinen Schwestern und mir ist euer Krieger vorerst sicher. Ich kann kämpfen. Wenn du es wagen solltest, dich zu bewegen, pflege ich dich erst gesund und schlage dir dann die Birne ein. Ich dich auch, Anishir. Unser Liebespaar ist ein Herz und eine Seele, ganz toll. Aber wenn Hakenhand zu Recht hat, brauchen wir einen Plan. Die meisten Piraten dürften auf unserer Seite stehen. Aber ob das reicht? Schwarzzahn wird sicher treue Kämpfer um sich geschart haben. Vergesst nicht, dass wir hier in einer Piratenstadt sind. Jeder Einwohner hat etwas auf dem Kerbholz. So viel steht fest. Sam hat recht. Wenn er uns nachts in aller Heimlichkeit ausradieren lässt, hilft uns alles Gold der Welt nichts mehr. Dank Lola habe ich eine Idee, wie wir unsere Chancen gegen diesen Garrett und seine besonderen Fähigkeiten ausgleichen können. Aber wir müssten die Aufmerksamkeit der Wachen irgendwie ablenken. Hier gibt es einfach zu viele Feinde. Wenn das so ist, schlage ich vor, dass wir eine kleine Party schmeißen. Captain Schwarzzahn. Was willst du? Warum störst du mich? Warum störst du? Wenn dieser elende Papagei nicht bald still ist, fresse ich ihn bei lebendigem Leib. Na also, Garrett, du weißt, dass ich beim Verdauen nicht gestört werden will. Verzeiht mir, Captain, aber da draußen, der junge Silberstern, er hat... Was hat er? Rede! Es ist besser, wenn ihr es selbst seht, Captain. Die Stadt, sie ist in Aufruhr. Ich hätte diesem kleinen Wichtigtuer sofort die Kehle aufschlitzen sollen. Also gut, führe mich zu ihm. Was zum Kraken geht hier vor sich? Romeo Silberstern. Er hat zu einem Gelage ausgerufen. Zur Feier seiner neuen Stadt. Seiner Stadt? Das ist mein Reich! Meins! Bürger und Bürgerinnen der fliegenden Stadt. Heute wollen wir den Anbeginn einer neuen Ära feiern. Ich werde nicht nur euch alle in Gold aufwiegen, nein. Ich tue noch mehr. Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Alle eure Verbrechen sollen vergeben und vergessen sein. Das kann dieser kleine Bastard nicht tun. Das ist noch nicht alles, Captain. Hört gut zu. Ich bin Romeo Silberstern. Ich kaufe diese Stadt. Ich kaufe euch alle. Ich werde jeden Einzelnen von euch unermesslich reich machen. Wenn ihr mir diese Stadt übergebt, sagt mir, wollt ihr das? Dann soll diese Stadt fortan meinen Namen tragen. Seid willkommen in der Silberstern-Stadt. Feiert mit mir. Holt jedes Weinfass aus allen Kajüten. Bringt Rum, bringt Frauen, macht Musik. Dieses Gelage geht heute auf meine Rechnung. Das sieht nicht gut aus, Captain Schwarzzahn. Er hat die Meute in der Hand. Diese Meuterei werde ich nicht dulden. Niemals! Aber Captain, ihr wollt doch nicht... Ich werde mich um diese Angelegenheit kümmern. Auf meine Weise. Noch bin ich nicht satt. Garrett, wo will der Captain hin? Zu Silberstern. Aber er will doch nicht, oder? Der Captain ist nicht satt, Barry. Verdammt! Die Bürger dürfen ihn nicht sehen, wenn er so ist. Das wäre unser Untergang, der Untergang für jeden von uns. Er ist nicht aufzuhalten. Diese Beleidigung wird er nicht auf sich sitzen lassen, Barry. Alle Götter in allen Himmeln, steht uns bei.
feiert, wie es nur Piraten können. Ich bezahle alles. Ist es ausgeschaltet? Ja, jetzt warten wir ab. Entweder gibt Schwarzzahn auf und alles läuft friedlich ab. Oder es läuft auf ein Blutbad hinaus. Du pokerst verdammt hoch, Romeo. Ich habe mir diese Lage nicht ausgesucht, Sam. Silberstern! Da kommt er schon. Captain Schwarzzahn. Was für ein Hühne. Fett, aber kräftig wie ein Bär. Hoffen wir das Beste. Ansonsten gehen wir nach Plan B vor. Die anderen sind schon in Aktion. Sehr gut. Dann begrüße ich mal unseren neuen Gegenspieler. Captain Schwarzzahn höchstpersönlich. Welche Ehre. Kommen Sie, trinken wir. Feiern wir ein neues Bündnis. Ich trinke nicht mit vorlauten Kindern. Aber, mein lieber Captain. Alle sprechen in höchsten Tönen von Ihnen. Da darf man doch ein wenig bessere Umgangsformen erwarten, wenn man sich gemeinsam an den Verhandlungstisch setzt. Es gibt keine Verhandlung. Das verspreche ich dir, Silberstern. Mit Verlaub, das sehe ich anders. Alle sehen es anders. Wenn ich die Lage richtig beurteile und dieses Freudengelage unterstützt mich in meinen Argumenten nur, dann ist unsere Position sogar außerordentlich hoch einzuschätzen. Sie, werter Captain, befinden sich nun in unserer Stadt, der Silbersternstadt. Haben Sie es denn noch nicht gehört? Ich bin der Captain. Ich habe diese Stadt erschaffen und von ein paar Kindern lasse ich sie mir nicht wegnehmen. Das versichere ich dir, junges Silbersternmädchen. Immer sachte. Ihr macht unsere Messer, Schwinger und Giftmischer mit eurer Hampelei ja ganz schön zu schaffen. Schweig endlich, du dummer Geist! Da vorne ist das Schiff. Wir sind gleich da. Das klingt vielleicht komisch, wenn das aus meinem Mund kommt, aber du bist ganz schön schwer, Artemis. Wir haben es gleich geschafft. Hier werden die gekaperten Schiffe angedockt. Halt, sofort stehen bleiben. Der Hauptmann. Verdammt. Feiert er nicht mit den anderen? Wer seid ihr? Was wollt... Oh, Hakenhand zu. Hauptmann, lasst uns durch. Ihr geht keinen Schritt weiter. Die gekaperten Schiffe sind Sperrgebiet für alle. Befehl des Captains. Setzt den Kranken ab, sofort. Wen habt ihr denn da? Ist das nicht dieser Assassine, der Garrett herausgefordert hat? Hör mal, wir sind im Auftrag von Romeo Silberstern hier. Ihm gehört jetzt dieser ganze Laden und damit auch du, klar? Ich gehorche einzig und alleine dem Captain, du Fettwanst. Und seine Befehle sind unmissverständlich. Hauptmann, ich sagte dir gerade... Du bist kein Mart des Captains, Sue. Von dir nehme ich keine Befehle entgegen. Du magst gefährlich sein, aber das bin ich auch. Schluss mit der Diskussion. Niemand betritt eines der Luftschiffe. Der Kranke muss nach Falkenfels geschafft werden. Das interessiert mich nicht. Tretet zurück oder spürt meine Klinge. Und die meiner Männer. Was ist hier los? Warum wird Sue aufgehalten? Hauptmann, sprich. Mr. Blue, ich dachte also... Was will der denn hier? Ich habe dich etwas gefragt, Hauptmann. Ich verteidige die gekaperten Schiffe. Order des Captains. Himmel, Herrgott, noch eins. Siehst du da hinten nicht unseren Captain Schwarzzahn stehen? Nun, hoch oben auf dem Podium im Kolosseum? Das schon, aber... Und wer ist bei ihm? Na? Romeo Silberstern und seine Schwester. Wieso? Der Captain und der reiche Bengel aus Falkenfels. Zusammen. Am Reden. Hast du denn noch immer nicht verstanden, dass auch unser glorreicher Captain auf das Angebot Silbersterns eingehen will? Was? Aber... Meine Befehle lauten ganz anders und... Sie wurden geändert, du Hornochse. Aber bitte tu, was du nicht lassen kannst. Der Captain wird sicher verständnisvoll sein, wenn du seine neuen Befehle missachtest. Nein, das... Ich würde nie... Und... Dann hol endlich deine verfluchten Männer her, trag mit ihnen den Verwundeten auf das Schiff und mach es startklar. Oder ich erkläre Captain Schwarzzahn, dass du hier nichts anderes als offene Meuterei betreibst. Ja. Sofort, Mr. Blue, Sir.
Wie Captain Schwarzzahn wünscht. Sofort. Männer, Befehlsänderungen sind eben eingetroffen. Ihr fünf macht das Luftschiff der Silbersterns zum Abflug bereit. Und ihr zwei tragt den Verletzten auf der Bahre in das Schiff. Los, los, los! Oder wollt ihr meine Peitsche spüren? Das wäre erledigt. Was soll das, Barry? Warum hilfst du uns? Das würde ich auch gern wissen. Der weiß etwas. Die Ratte verlässt das sinkende Schiff. Ihr habt keine Ahnung, was ihr in dieser Stadt angerichtet habt. Der Captain ist wütend. Und Wut macht ihn hungrig. Das Gefühl kenne ich. Nein, Biscuit, ihr habt ihn zu sehr gereizt. Das Ganze wird in einer Katastrophe enden. Und bei der will ich nicht dabei sein. Also los aufs Schiff und nichts wie weg von hier. Nein. Was? Wir haben einen Plan. Aber so oder so, ohne meine Freunde verlässt niemand diese stinkende Piratenstadt. Habt ihr mich verstanden? Carlos, du bleibst bei Artemis. Sue, du auch. Was Barry macht, ist mir scheißegal. Okay. Aber was machst du, Biscuit? Ich hole mir jetzt meinen Hammer ab. Nur noch um die Ecke. Dann sind wir bei der Schatzkammer. Dort werden alle Beutestücke gehortet, die nicht aus Rum oder Tuch bestehen. Ich will nur unsere Ausrüstung zurück. Was ist daran so besonders, dass wir ein Stadtfest anzetteln, um vor diesem Einbruch abzulenken? Lola, diese Waffen sind außergewöhnlich. Und sie werden uns gute Dienste leisten, sollte es gegen Garrett zum Schlimmsten kommen. Ein paar Wachen sind auf ihren Posten geblieben. Die überlasse ich euch, Mädels. Habt ihr es gehört, Schwestern? Zeit für ein wenig Spaß. Kommt mit. Stopp! Verschwindet von hier, sofort! Ach, du treue Seele von einem Wachmann. Freust du dich denn gar nicht, uns zu sehen? Meine Schwestern und ich sind doch in der ganzen Stadt bekannt. Du bist Lola, oder? Ich war noch nie bei dir. Eure Dienste sind nicht gerade billig. Das ist heute dein Glückstag. Wieso? Du weißt es noch nicht? Romeo Silberstern ist in Spendierlaune. Er hat uns extra zu euch geschickt, damit ihr auch etwas von den Feierlichkeiten mitbekommt. Soll das etwa heißen, deine Schwestern und du? Hör endlich auf zu reden und küss mich endlich. Mädels, verwöhnt unsere anderen Wachmänner nach Strich und Faden. Zeigt ihnen, was man in Lolas Salon geboten bekommt. Wow, Lola ist ja mächtig in Fahrt. Das sieht nach Spaß aus. Am liebsten würde ich da gleich mitspielen. Aber ich muss an Artemis und die anderen denken. Der Plan hat funktioniert. Die Wachen sind abgelenkt und der Weg zur Schatzkammer steht frei. Geduld neigt sich dem Ende zu. Verzeihung, wir hatten nur kurz etwas zu besprechen. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann wollen Sie mein Angebot ausschlagen, Captain Schwarzzahn. Sagen Sie es uns, Captain. Sagen Sie uns, was Sie mit uns vorhaben. Die Einwohner dieser fliegenden Stadt sind jedenfalls dafür, fortan für das Silberstern-Imperium zu arbeiten. Was interessieren mich diese Insekten? Sie sind alle nichts weiter als Handlanger für mich. Ich bin der Captain dieser Stadt. Ich bin Schwarzzahn. Und ich werde es niemals zulassen, dass ein paar reiche Kinder mir mein Lebenswerk zunichte machen. Sie schlagen also tatsächlich das Angebot aus? Ich werde jeden töten, der mir widerspricht. Ist das klar geworden? Hat er das gerade wirklich gesagt? Unglaublich. Das kann er nicht tun. So geht das nicht. Wir wollen das Gold. Das Gold der Silbersterns. Genau. Das ist auch unser Leben und unsere Entscheidung. Tja, Captain. Da bin ich doch zufällig gegen diesen kleinen Schalter gestolpert. Was für ein unglückliches Missgeschick. Sieht so aus, als hätten Sie gerade Ihre komplette Crew vor den Kopf gestoßen. Ihr elenden Gören! Das werdet ihr büßen! Niemand wird sich mir widersetzen. Niemand!
Gemahl. Ihr alle gehorcht meinem Befehl. Hört mir zu, ihr Landratten. Ich werde... Das war knapp, mein lieber Captain. Vielleicht sollten Sie Ihre Standpunkte noch einmal überdenken. Sie stehen ganz allein da. Niemals! Das ist Meuterei! Meuterei! Hört ihr das? Ihr alle seid Meuterer! Und ihr alle werdet sterben! Oh! Das wird langsam gefährlich, Romeo. Ja, aber wir haben erreicht, was wir wollten. Schwarzzahn ist Geschichte. Gegen eine ganze Stadtbevölkerung kann er nichts ausrichten. Was ist mit ihm? Er verwandelt sich. Auch er ist mit der schwarzen Masse infiziert. Ich bin Captain Schwarzzahn. Und ich habe... Er wird riesig. Tentakel sprießen aus seinem Körper. Er ist es. Er ist der Kannibalengott von der Insel. Flieh, Romeo! Wir müssen weg! Was? Was ist da los? Explosion? Lola, ich habe alles, was ich wollte. Offenbar eskaliert die Situation früher, als wir dachten. Da oben scheint es heiß herzugehen. Dann müsst ihr jetzt fliehen. Ich und meine Freunde kümmern uns um den Rest. Was? Nein! Niemand! Du warst ohnehin in sämtlichen Belangen enttäuschend, mein Freund. Du hast einen harten Schlag drauf, Lola. Das ist noch nicht alles. Wir müssen noch in diesen Raum da vorne. Dafür haben wir keine Zeit. Alessia, vertrau mir, es ist wichtig. Gut, aber mach schnell. Lola, was ist das für ein Raum? Soll das eine Maschine sein? Captain Schwarztanz geheime Waffe. Mit diesem Apparat erzeugt er Stürme und lässt Luftschiffe kentern. Gnomentechnik. Was? Das ist unmöglich. Ich habe das schon viel zu lange mit angesehen. Doch jetzt ist damit Schluss. Sei vorsichtig. Ich glaube, du aktivierst sie gerade nur. Dieses Teufelsding. Das klingt nicht gut, Lola. Es gibt kein Zurück mehr. Meine Schwestern und ich verschwinden von dieser verfluchten Stadt mit ihrem Tyrannen. Dann komm endlich! Wir müssen zu den anderen! Dieses Tentakelmonster! Das ist das Vieh von der Insel! Oh oh, das ist gar nicht gut! Feuer! Es brennt! Feuer! Biscuit! Sam! Romeo! Was ist hier los? Schwarzzahn! Er ist von der schwarzen Masse korrumpiert und verwüstet die Stadt. Der Typ ist riesig! Schiff aus! Artemis ist an Bord. Zusammen mit dieser Sue und Carlos. Und Barry Blue war auch da. Er hat uns geholfen. Dieser Scheißkerl wechselt die Seiten öfter als ich meine Unterhosen. Oh nein! Jetzt auch noch ein Sturm! Der Wind facht die Flammen nur weiter an. Leute, die Stadt besteht aus Holz. Holz! Das ganze Ding wird brennen wie Zunder. Leute!
Und Schwarzzahn macht das mit seiner Raserei nur noch schlimmer. Wir müssen etwas tun. Aber ohne unsere Waffen haben wir gegen ihn keine Chance. Romeo! Sam! Biscuit! Da ist Alessia! Der Sturm ist heftiger, als ich befürchtet habe. Das warst du? Nein, ist jetzt aber auch nicht mehr wichtig. Wir müssen von hier weg. Aber vorher halten wir diesen Tentakelmonster richtig ein. Ich habe unsere Waffen. Gott sei Dank. Mein Rapier. Ich habe meine Klauen und für Biscuit... Mein Hammer. Endlich. Ihr verdammten Bastarde. Was habt ihr mit unserer Stadt angerichtet? Garrett! Das ist wohl vielmehr die Schuld deines Captains. Dafür werdet ihr bezahlen. Geht. Kümmert euch um Schwarzzahn. Mit diesem Spinner habe ich noch eine Rechnung offen. Du willst es alleine mit ihm aufnehmen? Bist du dir da sicher, Alessia? Niemand vergreift sich ungestraft an meinem Freund. Du bist kein Mensch. Ich bin eine Sukubi. Erfreue dich an diesem Anblick, denn er wird das Letzte sein, was du je zu sehen bekommst. In diesem Zustand würde ich nicht gegen Alessia kämpfen wollen. Kommt, überlassen wir ihr den Kampf. Ich töte euch alle! Mach ihn fertig, Alessia. Keine Sorge, das wird nicht lange dauern. Problem sein. Schwarzzahn wächst immer weiter. Je mehr Mensch schläft, desto gewaltiger wird sein Körper. Die Tentakel greifen an. Reicht aus! Das war knapp. Der hätte uns beinahe erschlagen. Artemis und Alessia sind unsere stärksten Kämpfer. Und sie sind beide gerade nicht hier. Dafür haben wir unsere besonderen Waffen. Hey, Schwarzzahn! Wie schmeckt dir das hier? Du hast ihm den Tentakelarm glatt abgeschnitten. Du bist nicht der Erste mit besonderen Kräften, dem wir entgegentreten mussten. Ihr werdet mir liegen. Ich werde euch fressen und wachsen. Ja, ihr müsst ihn ablecken. Ich habe einen Plan. Das ist eine Tentakel. Du darfst dich nicht erwischen lassen, Sam. Toller Ratschlag. Schlag weiter zu. Los. Was denkst du, was ich vorhabe? Weiter! Immer weiter! Ihr könnt mich nicht besiegen! Ich habe Dutzende Arme! Und noch mehr Feuer! Ich werde euch alle fressen! Wieder drei Arme weniger, Schwarzzahn! Das reicht nicht, um mich zu töten! Sterb endlich! Er lässt immer neue Tentakelarme wachsen! Wenn das so weitergeht, wird er uns zermalmen! Ich bin Captain Schwarzer! Ich fresse und ich wachse weiter und weiter! Ich bin unbesiegbar! Hey! Du fettes Tentakelmonster! Was? Wo bist du? Es ist Biscuit! Er ist oben auf dem Podium! Er steht direkt über Schwarzzahn! Hör mir gut zu! Ich bin hier der Einzige, der immer Hunger hat. Klar soweit? Der fette Junge! Du bist ein richtiger Leckerbiss! Sei vorsichtig, Biscuit!
Dieser Hammer hier ist auch etwas ganz Besonderes. Mal sehen, wie dir das schmeckt. Und jetzt mache ich dich fertig! Der springt auf das Monster! Biscuit! Oh Gott! Biscuit! Das... Unglaublich! Er hat ihn! Biscuit hat ihn tatsächlich niedergestreckt. Schwarzzahns Körper schrumpft und löst sich auf. Biscuit, wo bist du? Biscuit! Wow. Das war heftig. Du Teufelskerl. Du hast es geschafft. Ganz alleine geschafft. Puh. Jetzt könnte ich etwas zu essen vertragen. Ja. Sieht so aus, als sei der Spaß schon vorbei. Alessia, hast du deinen Gegner... Du meinst Garrett? Hier. Du hast ihm seinen Kopf abgerissen? Mhm. Alle sieben, aber mehr als den einen wollte ich nicht mit mir herumschleppen. Sehr gut. Damit sind Schwarzzahn und sein Handlanger endgültig Geschichte. Ja, aber die Stadt wird untergehen. Und wenn wir nicht bald abhauen, gehen wir mit ihr unter. Die Flammen haben uns eingekesselt. Rückt näher zusammen. Das Feuer breitet sich zu schnell aus. Ich kann euch nicht alle wegfliegen. Hey, Leute, na? Habt ihr mich vermisst? Carlos! Sieht ja mächtig brenzlig für euch aus, auch wenn ihr den Großen da platt gemacht habt. Gute Arbeit, Biscuit. Wie kannst du hier sein? Deine Reichweite vom Schrumpfkopf aus reicht nicht bis zum Hangar. Nein, aber bis zum fliegenden Luftschiff. Schaut mal nach oben. Arteris! Die Streckleiter! Jetzt! Beeilt euch! Die meisten Stadtbewohner konnten mit den Rettungsbooten fliehen. Nur ihr seid noch hier. Romeo! Biscuit! Schnappt euch die Leiter! Ist gut. Ich fliege Sam hoch. Halt auf zu rennen. Okay. Wir haben es wirklich geschafft. Sind alle an Bord? Ich kann nicht mehr. Artemis! Er ist vor Anstrengung ohnmächtig geworden. Er wollte unbedingt selbst fliegen. Hakenhanzu, was willst du hier? Ich sagte doch, ich habe unseren Schrumpfkopf hier als Geisel und will ein schönes Lösegeld kassieren. Aber bei diesem Sturm haben wir ganz andere Probleme. Wir müssen weg. Sie hat recht. Alle Mann an Deck! Fliehen wir aus diesem verdammten Sturm! Aye, aye, Captain!